Wenn man noch nicht so erfahren mit dem Zeichenstiftwerkzeug ist, also dem Pen-Tool, dann kann das oft zu Problemen führen, dass man jetzt zum Beispiel irgendwelche Verschleifungen, Überkreuzungen hat, die man eigentlich gar nicht will. Und beim Versuch, diese aufzubessern, macht man eigentlich alles noch schlimmer. In den folgenden 16 Schritten gehen wir deswegen die wichtigsten Punkte, die man zum Zeichnen mit dem Pen-Tool kennen muss, durch. Die Tools, die wir dazu benötigen, sind einerseits das Zeichenstiftwerkzeug, das wir mit dem Shortcut P bekommen. Außerdem wird sehr oft das Direktauswahlwerkzeug benötigt, das wir mit dem Shortcut A bekommen. Hierinnen gäbe es noch einzelne Möglichkeiten, wie Ankerpunkt entfernen oder hinzufügen. Das lösen wir aber alles mit Shortcuts. Deshalb müssen wir uns noch zusätzlich, ganz wichtig, die Steuerungstaste und die Alt-Taste merken. Weiters wird im Tutorial die Shift- und Escape- und Entfernen-Taste verwendet. Im Tutorial zeichnen wir Pfade. Das sehen wir, wenn wir das Pen-Tool haben, dass oben eben Pfad eingestellt ist. Und dort, wo die Ebenen angezeigt werden, kann man sich auch die Ansicht der Pfade anzeigen lassen. Falls das Fenster fehlt, muss man es hier unter Fenster Pfade auswählen. Um uns die Arbeit zu erleichtern, stellen wir im ersten Punkt an, eine Ansicht, die uns zeigt, wie die Linie ausschauen wird. Wir sehen hier jetzt, nachdem wir den ersten Punkt gesetzt haben, noch nichts, aber können oben bei den Einstellungen das Gummiband auswählen und jetzt können wir erkennen, wo die Linie hingehen soll. Mit Escape können wir das Ganze wieder entfernen. Wenn wir einen neuen Pfad beginnen wollen, dann sehen wir, dass wir unser Hüllfeder-Symbol haben mit einem Stern. Das heißt, mit einem einfachen Klick können wir den ersten Punkt setzen und wir sehen, so beginnen wir unseren Pfad. Jetzt können wir auswählen, wo die Linie hingehen soll und mit einem einfachen Klick können wir die Linie ans Ende setzen. Falls wir sagen, wir sind fertig, wird uns aber immer noch dieser Stift angezeigt. Das wollen wir stoppen. Dazu können wir entweder Escape drucken oder hier das Auswahlwerkzeug wählen oder einfach mit gedrückter Steuerungstaste irgendwo im Bild hinklicken. Wir können auch geschlossene Pfade erstellen. Dazu habe ich hier die Figur daneben. Das heißt, wir können hier jeweils in die Eckpunkte mit einzelnen Klicks die Pfade ziehen. Wenn wir das Ganze beenden wollen, gehen wir wieder auf den letzten Punkt. Jetzt sehen wir hier einen Kreis bei unserem Symbol und wir haben eine abgeschlossene Figur. Wenn wir bei den Linien die Shift-Taste gedrückt halten, dann können wir im 45-Grad-Winkel das Ganze steuern. Das heißt, wenn ich hier im oberen Eck klicke, würde ich es hier frei bewegen, halte ich Shift gedrückt, würde er hier in so 45-Grad-Winkel springen. Und so könnte man ganz einfach schnell ein Quadrat erstellen, bei dem man gerade Linien hat. Dasselbe wäre eben bei diesem Zeichen. Ich drücke die Shift-Taste, habe hier genau auf 45 Grad nach oben. Ich könnte jetzt auch in diese Richtung jetzt entweder wieder gerade gehen, nach unten oder 45 Grad nach innen und auch so die Figur schließen. Beim letzten Dreieck ziehe ich eine gerade Linie rüber. Das heißt, ich halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und nach oben gehe ich ohne gedrückte Shift-Taste und kann so schnell das Dreieck erstellen. Bei unserer Ansicht bei den Pfaden sieht man hier, dass wir eben verschiedenste Pfade bereits erstellt haben. Möchten wir einen älteren wählen, können wir das Ganze mit dem Pfadauswahlwerkzeug, hier brauchen wir nur in die Figur klicken und können die jeweilige auswählen. Verwenden wir stattdessen das Direktauswahlwerkzeug, können wir auch den Pfad wählen, nur jetzt wurde wirklich nur dieser eine Punkt markiert. Da sieht man, dass das Quadrat hier ausgefüllt ist. Ziehen wir das über die ganze Fläche, wären alle Punkte markiert. Wenn alle Punkte markiert sind, dann können wir entweder mit der Maus auf die Linie oder auf einen Punkt den ganzen Pfad auch direkt verschieben. Möchten wir nur einen Ankerpunkt verschieben, wählen wir die Steuerungstaste und klicken auf den Punkt und können jetzt hier wirklich nur diesen einen Ankerpunkt verschieben und die Linien werden automatisch ausgerichtet. Das Ganze funktioniert auch, wenn wir zum Beispiel hier zwei Punkte markieren, diese zwei, und wenn ich diese jetzt verschiebe, dann verschiebe ich beide Ankerpunkte und die Form passt sich daran an. Möchten wir einen Ankerpunkt löschen, wie hier zum Beispiel beim Quadrat, können wir diesen Pfad zuerst wählen, dann wieder auf das Pen-Werkzeug, und wenn wir mit dem
Werkzeugtool es über den Punkt fahren, sehen wir dieses Minuszeichen und beim Klick drauf wird der Ankerpunkt entfernt und die letzten beiden Punkte verbinden sich automatisch. Wir können aber auch einen Punkt wieder hinzufügen. Dazu schauen wir unseren ausgewählten Pfad. Und wenn das Icon hier ein Plus hat, setzen wir hier drinnen wirklich einen neuen Ankerpunkt. Das Problem ist jetzt, es wurden auch zwei Griffe hinzugefügt. Das heißt, wenn ich das Ganze verschieben will, das funktioniert wie bekannt mit gedrückter Steuerungstaste, dann sehen wir schon, dass wir unsere erste Kurve haben, was wir in diesem Fall ja noch nicht haben wollen. Die Kurven können wir entfernen, indem wir, wenn wir mit dem Tool drüber fahren, sehen wir hier das Minus, drücken wir die Alt-Taste, dann erscheint so ein Pfeil und wenn wir mit diesem darauf klicken, dann haben wir keine Kurven mehr. Das Ganze können wir jetzt mit gedrückter Steuerungstaste wieder schön ausrichten, damit es gerade Linien sind. Und zu Beginn haben wir hier noch unsere nicht geschlossene Linie. Wenn wir diese erweitern wollen, können wir sie wieder auswählen, gehen auf das Pen-Werkzeug. Wenn wir hier auf den letzten Punkt klicken wollen, dann sehen wir schon, dass das Symbol so ein Verbindungszeichen zeigt. Und wir können mit einem Klick dann einfach das Ganze weiterführen und jetzt entweder wieder hier schließen oder mit Steuerung Klick woanders hin beenden. Kommen wir zum Kurvenzeichnen. Hier wählen wir wieder unser Pen-Werkzeug und mit dem Stern sehen wir können unseren Startpunkt wählen und hier soll zum Beispiel das Ende der Kurve sein. Wir können hier jetzt einfach hineinklicken, halten aber die Maustaste gedrückt und danach können wir eben hier, haben wir zwei Griffpunkte und können die Kurve aufziehen. Das heißt, wenn ich hier gerade aufziehe, dann geht die Kurve schön von oben herein und je mehr Fläche ich sie mache, desto mehr in diesen Winkel geht sie rein. Hier können wir das Ganze aufziehen, dass es eben genau wie unsere Kurve ausschaut. Und wir sehen, am Ende von der Kurve würde es eben genau dieser Linie wieder folgen und so könnte man die nächste Kurve dranlegen oder wie bekannt mit Steuerung Klick unseren Pfad hier beenden. Wichtig ist auch hier immer die Richtung, in der wir den Pfad aufziehen. Das heißt, möchten wir hier nicht einfach einen Startpunkt haben, sondern bereits einen Kurvenpunkt und der soll nach oben beginnen, dann müssen wir das Ganze auch gleich nach oben aufziehen. Und jetzt sehen wir, dass die Kurve nach oben herausgeht. Und wenn hier unser Endpunkt sein soll und dieser soll ebenfalls nach oben weitergehen, müssen wir hier auch nach oben ziehen. Wir sehen, wir passen die Kurve schön dran an. Steuerung können wir das Ganze wieder beenden. Das ist zum Beispiel interessant, wenn wir einen Kreis zeichnen wollen. Das heißt, es soll nach oben beginnen. Dann ziehe ich das Ganze nach oben. Es soll dann nach rechts weitergehen. Ich klicke, halte gedrückt und ziehe nach rechts. Und jetzt soll der Kreis auch nach unten wieder weitergehen. Das heißt, auch hier klicke ich und ziehe nach unten. Und so kann ich verhindern, dass es zu Verknotungen kommt, wenn ich gleich zu Beginn in die richtige Richtung ziehe. Möchten wir eine bereits vorhandene Kurve wieder verändern, schauen wir, dass sie wieder markiert ist mit dem Auswahlwerkzeug und wählen unser Pen-Tool. Jetzt können wir sagen, welchen Punkt wir ändern wollen. Zum Beispiel hier beim ersten wählen diesen mit geklickter Steuerungstaste aus. Ist der ausgewählt. Wir können jetzt zum Beispiel diese Linie, was nach oben weggeht, auch mit gedrückter Steuerungstaste wählen wir den Punkt und können hier das Ganze noch nachträglich bearbeiten. Möchten wir jetzt zum Beispiel diesen Punkt wählen, klicken wir wieder Steuerungstaste, wählen ihn aus und mit gedrückter Steuerungstaste, dass der Punkt gefärbt ist, können wir auch hier wieder das Ganze ändern. Und ich wähle hier wieder diesen Punkt mit Steuerungstaste, ziehe das Ganze rüber und so können wir nachträglich Veränderungen machen. Das Ganze funktioniert auch mit dem Auswahlwerkzeug. Wenn wir mit diesem direkt auf so einen Pfad klicken, sehen wir, dass wir auch diesen hier schön verschieben können und die Griffe passen sich automatisch drauf an. Dann wieder in die alte Form zurück. Bilden wir im nächsten Schritt wieder eine Form, das heißt, wir haben hier unseren Startpunkt, wählen hier mit gedrückter Taste den zweiten Punkt, den wir zu einer Kurve aufziehen und wir sehen, automatisch läuft der weitere Verlauf hier gerade heraus und wir können hier zurück zu unserer Form gehen. Möchten wir aber jetzt nicht in so einer Kurve zurückgehen, sondern wie hier bei dieser Gerade, haben wir im ersten Moment ein Problem. Das heißt, wenn ich hier wieder das Ganze so aufziehe und dann hier herüber will, dann sehe ich, dass
dieser Pfad eben hier herausgeht und ich keine Gerade zusammenbekomme. Hier können wir einerseits das Ganze wieder in einen Eckpunkt umwandeln, indem wir die Alt-Taste drücken. Wir sehen jetzt wieder diese eckigen Pfeil, wie wir es vorher bekannt haben. Jetzt wandeln wir das Ganze um und können beliebig die Form weiterführen. Und jetzt kann ich zum Beispiel gerade herübergehen und so die Form schließen. Für das Ganze gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit. Dazu lösche ich mir diesen Pfad wieder hinweg und zeichne einen neuen. Und das Ganze funktioniert, indem ich, wenn ich jetzt mit STRG-Taste hier das verschieben würde, würde ich immer beide verschieben. Wenn ich aber nur einen verschieben will, drücke ich die Alt-Taste drauf, dann habe ich auch wieder diesen Eckpfeil und jetzt kann ich selbst den Winkel bestimmen und so sagen, okay, der Pfad soll dann in diese Richtung weitergehen, lasse los und jetzt sehe ich, dass dieser die neue Kurve eben in diese Richtung herausgeht und kann auch so hier wieder den Pfad schließen. Fassen wir das Ganze nochmal beim letzten Symbol, den Herz, zusammen. Wir wählen unser Pen-Werkzeug, haben jetzt das Werkzeugsymbol mit einem Stern, das heißt, wir beginnen einen neuen Pfad, klicken einmal herein und möchten jetzt hier bis hierher die Kurve machen. Das heißt, wir klicken, die Kurve soll nach oben weitergehen, das heißt, wir ziehen nach oben und können hier schön an diese Herzform anpassen. Im nächsten Schritt können wir hier den nächsten Punkt setzen oder auch direkt zwischen die zwei Herzseiten und ziehen das Ganze auf, damit das schöne Herzform hat. Wenn ich jetzt merke, oh, hier geht es leider drüber, ich möchte das Ganze noch verändern, kann ich die STRG-Taste gedrückt halten und jetzt wieder den Punkt wählen. Das Ganze noch schön anpassen, damit es schön geht. Im nächsten Schritt soll es hier wieder weitergehen. Ich sehe aber, die Linie geht nach unten heraus, nicht nach oben. Hier kann ich wieder mit gedrückter Alt-Taste jetzt diesen einzelnen bewegen und ich sage, okay, hier soll er ungefähr in diesen Winkel wieder rausgehen. Das heißt, jetzt sehe ich, würde die Linie wieder herausgehen und ich kann wieder an dieser Stelle einen Punkt ziehen. Ich ziehe ihn nach unten, weil der Pfad ja nach unten weitergehen soll und kann das Ganze aufziehen. Und hier zum Schluss kann ich auch nochmal reinklicken und den letzten Winkel anpassen und schon ist im Prinzip, wenn ich jetzt mit STRG wieder rausklicke, unsere Herzform fertig. Um wirklich schöne Pfade zeichnen zu können, braucht man etwas Übung dafür, dass man ein gewisses Gespür dafür bekommt, wie eine Kurve funktioniert. Als Übungsbeispiel gibt es deswegen hier diese verschiedenen Edelsteine, die alle schöne Kurven haben. Und die Aufgabe soll es sein, dass man um all diese einen Pfad zeichnet. Wir sehen das hier bei den Fäden, also Pfaden, dass sämtliche Edelsteine markiert worden sind. Wenn das der Fall ist, können wir mit gedrückter STRG-Taste auch die Pfade diese zu einer Selektion umwandeln. Wenn wir jetzt bei den Ebenen diese Ebene wählen und auf Ebene Maske hinzufügen klicken, dann sehen wir, dass wir eigentlich alle Edelsteine sehr schön freigestellt haben. Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.